sagt Star-Kühn Thea Nixon, ihre Tochter ist transgender. Sie kämpft für die, die eine Stimme brauchen. Ex-Sex and the City Star-Kühn Thea Nixon, 52, hat es mittlerweile in die Politik verschlagen, sie kandidiert zurzeit für das Amt der Gouverneurin in New York. Dass sich die Seriendarstellerin mit Inbrunst für andere einsetzt, bewies sie nun mit ihrem neuesten Social-Media-Beitrag. Dabei gab das Fernsehgesicht auch eine Neuigkeit preis, ihre Tochter ist transgender. Ich bin so stolz auf meinen Sohn Samuel Josef Motzes, der vor einem Monat seinen College-Abschluss gemacht hat, schrieb die Schauspielerin auf Instagram anlässlich des Transda auf Aktion, an dem auf Gewalt und Diskriminierung von Transgender aufmerksam gemacht wird. Schrieb außerdem, dass sie vor allen transsexuellen Menschen den Hut ziehe. Ihr kraftvolles Statement bebilderte die 52-Jährige mit einem Foto von sich und ihrem Sohn am Tag seines Abschlusses. Samuel ist das erste Kind des Hollywood-Stars und wurde vor 21 Jahren als Samantha geboren. Er stammt aus langjähriger Beziehung mit dem Englischlehrer und Fotografen Danny Motzes. Beide haben auch einen Sohn, der 2002 auf die Welt kam. Seit 2004 ist die New Yorkerin mit ihrer Ehefrau Kersey Tina Marinoni zusammen. Die beiden Frauen haben einen gemeinsamen Sohn, den Christine 2011 gebar.